Hallo, es geht weiter mit Monster Hunter World. Das letzte Mal haben wir eine ganz schöne Quest gemacht. Bla bla blubberphase mit diesem fliegenden Vieh, das liegt der Legiana, genau. Und dieses Mal werden wir wieder mit der Meisterin der dritten Flotte reden. Zwischendrin habe ich übrigens auch einen Stream gehabt. Darum habe ich auch ein bisschen bessere Ausrüstung. Und mal schauen, haben wir was Schönes bekommen? Ein paar Mosswein, zwei Monster genommen, ja gut. Aber ja, davor schicken wir nochmal kurz die Schnurtruppe los. Damit wir uns schön was einsammeln können. Dieses Mal die Karte, die Katze von Aaron und dem Marcia, ja? Und oh, schaut euch mal, die jagen vier Stück sammeln. Boah, voll heftig. Wir können die jetzt mal. Oh, Legiana. Einfach zwei Legiana-Sachen. Oder wir gehen hier lang, holen wir noch ein paar Charmos-Sachen. Von Paolo noch was und Legiana, Stufe 4. Hier oben kriegen wir aber zweimal Legiana-Zeugs. Das hätte ich gerne. Denn ich brauche noch. Ein ganz bestimmtes Teil davon. Und der Thermikatz sieht jetzt so cool aus. Ah, das ist gar nicht Thermikatz, stimmt ja. Er hat ja auch die gleiche Katze. Von der Rüstung her. Aber Thermikatz sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich weiß jetzt nämlich, wofür man die Wächterlinsen von so einer bestimmten Quest, so einer Event-Quest, da hat man so eine Wächterlinsen bekommen. Und das war für Palico-Ausrüstung. Moment, ich schau mal hier zum Thermikatz. Sieht jetzt hier, das sieht jetzt aus wie irgendein Gegner. Horizon Zero Dawn oder ein Freund, weil in Horizon Zero Dawn kann man die ja auch irgendwie befreunden, die Viecher. Egal. Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal mit der Meisterin hier. Ja, hallo. Gut, versuchen wir das nochmal. Bist du bereit, dich in die Tiefen des... Ja, klar. Aber hallo, dieses Mal aber wirklich. Ich schätze, wir müssen eine Stelle finden, an der du sicher an vor Bord gehen kannst und die sich für ein Lager eignet. Von dort aus kannst du deine Suche nach dem Zoramak daraus fortsetzen. Und vergiss meine Bitte nicht, überleg dir genau, was ist das Half der Verwesung. Ich freue mich schon zu hören, welche Theorien du aufstellen wirst. Na gut, dann mal los. Also im Moment würde ich sagen, das Half der Verwesung ist selber ein großes Monster und darüber, weil das so stinkig ist, ist es eigentlich das Arschloch vom großen Monster. Das ist meine Theorie. Oh Mann. Ich habe immer noch Husten, aber ich bin vorbereitet. Ich habe links neben mir eine Tasse Milch mit Honig. Sehr schön, ja. Eine heiße Tasse. Milch mit Honig. Wundervoll. Ich habe gerade auch ein Achievement bekommen, keine Ahnung. Story-Achievement oder so. Ich versuche übrigens noch relativ schnell jetzt, oder nicht schnell, erstmal, es irgendwie hinzubekommen, in Hiring zu kommen, ja. Das würde ich gerne mal schaffen, ja. Aber ist gar nicht so einfach. Oh, kommt wahrscheinlich gleich eine große Cutscene, weil es schon wieder so lange lädt. Oder meine PS4 ist einfach am Arsch. So früh, das wäre traurig. Ui. Oh, okay. Wir können uns gleich einfach so bewegen. Oh. Stoppblutungen, oh nein. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das Tal der Verwesung ist. Ja, was? Dann sag's mir doch. Hier war einfach mal so mehr Zeugs, aber hier ist alles weggekaputtet. Hoch. Hier gibt's Kratzereien. Von Katzen, von Schnurtrupplern. Ich will mal kurz was testen. So, hallo. Bang! Ha! Hab dich! Omenfliege. Ha. Ach, was ist das für Viecher? Ekelhaft. Was ist das? Abendrotgecko. Okay, dann ist es okay, wenn es nur Geckos sind. Okay, wo sind meine Fackeln hin? Ach, ich muss es erst entequippen. Weg damit. Und da sind die Fackelkapsel. Die hätte ich nämlich gerne. Huch, was ist das denn? Spuren! Das sollen Spuren sein? Das sollen Spuren von... So eine kleine Popelspur? Es ist doch eindeutig nicht... Nein, das glaube ich nicht. Es ist nicht von Zoramak daraus, wenn die so winzig sind. Der ist ein bisschen fett. Holy moly. Ist es der Friedhof vor dem Bots oder was? Was ist... What the fuck? Das ist einfach mal ein bisschen Skelettzeug. Wieso nicht? Mann, da irgendwas. Und hier ist auf der Karte irgendwas Cooles. Gucken wir mal nach. Hallo, ich habe Angst. Katzenversteck. Oder wie? Oh, Teleport. Schauen wir mal.
Ja, wir sind jetzt einfach. Ach, jetzt, das ist oben. Und den Ort kennen wir. Und da gehen wir tiefer rein. Hier gibt's einfach Scheiß auf die Fossilien. Hier, das ist einfach der Teleport in die andere Ebene. Ich verstehe. Kräuter haben wir. Dann gehen wir einfach mal weiter hier runter. Erstmal gucken. Karmesinrote Frucht. Es sieht nicht aus wie eine Frucht, um ehrlich zu sein. Erdfrucht. Ja. Kannst ja versuchen, das zu essen. Ich weiß nicht, wie gut es endet. Oh, Drachentodbeere ist ja schön. Die hatten wir noch nicht. Und hier gibt es auch Erze. Oh. Wow, Eisenerze. Unglaublich. Ja, schau, ich schau ja gleich, aber ich will die Sachen hier einsammeln. Monsterknochen. Allein für die Forschung. Gibt dann nämlich schön Rüstkugeln. Huch, was machst du hier? Oh. Ja, so viel dazu anscheinend. Das ist irgendwie doch mit dem Magdaros. Magdalos. Boah, geil. Holy! Das bisschen hat mir so viel Schaden gemacht. Das ist Säure. Es muss doch hochkonzentrierte Säure sein, oder nicht? Das ist eindeutig. Der Ort hier besteht einfach aus hochkonzentrierter Säure. Warum nicht? Heftig. Königswasser oder sowas, weiß ich. Keine Ahnung. Drachenid-Erz, sehr schön. Spuren. Wir sammeln die Spuren gar nicht. Rechts. Es bringt gar nichts. Egal, wir gehen gleich zum fetten. Zu dem fetten Stückchen Stein. Was ist, wenn Monster da reinfliegen? Kriegen die dann Schaden? Hi. Oh, Cutscene. Nicht berühren, es ist so heiß. Ich weiß, dass wir am Talboden sind. Aber was ist mit dem Sora Magdaros geschehen? Er kann sonst nirgendwo hin. Wir sollten uns trennen und umsehen. Ist sie eigentlich dämlich? Wir sollten uns trennen und umsehen und erstmal wegrennen, ohne. Ach, was denkt die sich? Oh. Hallo, den haben wir im Stream gesehen. Der hat Dummbomben. Die ist von der Flotte 1, die schafft es auch alleine. Helfen. Ganz ehrlich. Ja, von der Flotte 1 schafft sowas auch ohne Probleme alleine. Die spielen Monster Hunter schon ein bisschen länger als wir. Ah ja. Oder auf jeden Fall ich. So. Huch. Ach so, die Insekten, die geben mir gleich so einen Boni. Das habe ich erstmal unendlich Ausdauer für eine Zeit wahrscheinlich. Ja, ist ja cool. Das wusste ich nicht. Und die Ausdauer ist weg. Obwohl, nein, das ist nicht unendlich. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Egal, wir machen den Kollegen jetzt hoffentlich kaputt. Aber ohne Hilfe. Die Tussi ist weg. Die alte Schachtel ist weg. Und ich bin gespannt, was das für ein Gegner ist. Hat er eine eigene Musik oder ist es einfach nur der Untergrund jetzt hier? Oh, der haut rein. Hallo. Mein Freund, genau. Heilung, danke. Wir haben auch ein Item bekommen, das Blutung stoppt. Ich denke mal, der kann uns verbluten lassen. So ein bisschen. Was mir ein bisschen Angst macht. Ching. Der K.O.-Schaden, weil es aber Schweif. Nein, 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 das ist einfach nur Zufall gewesen. Meine Waffe macht das manchmal. Au. Ein blöder Schweif. Oh Mann, ich glaube, der kriegt aber auch eine Menge Schaden. Ui. Bau, bra, bau.
Trefft sich schneller an. Ich muss fast sterben. So, pow. Grüß meine Fackeln. Oh Mann, ich treffe nicht. So. Ich weiß nicht, warum ich die Fackel da am Anfang überhaupt. Obwohl, die liegen halt einfach so da. Oh, oh. Toll. Mann, warum muss jetzt gerade mein Body weggehen? So, da hinten liegt auch noch eine Vitalitätswespe. Die hätte ich gerne. Der haut aber echt viel Damage rein, ja. Hujo. Was geht? Bitte mach nicht sowas. Ich würde ihm gerne den Schweifer packen, einfach so. Weil es verdient hat. Der bewegt sich so bescheuert. Ich habe Angst vor ihm. Okay. Er schläft. Ach, du 60, sehr schön. Fuck, weil er geschlafen hat. Ich will gerne seinen. Wie gesagt, seinen Schweif abpacken, wäre super nice. Ich glaube, mit dem kann auch nervig sein. Oh! Der hat es gerade kaputt gemacht. Oh! Er frisst so viel Schaden. Sein Schweif ist ab! Das war easy. Wächst er nach? Oh, ich blute! Ja, ja, ich habe auch mein Astera Cherky, deshalb ich auch. Das tut sogar. Das rote nachfüllen. Steht, glaube ich, sogar dran. So, er haut ab. Ha. Huh. Der hat hier das Gebiet einfach freigeschlagen. Wieso nicht? Ich habe einfach mal eine Platte bekommen beim allerersten Mal looten. Was ist das? Was zum. Ich glaub's nicht. Ich, bei dem Stream, ich habe die ganze Zeit. Vom Legianer einfach nur einen verdammten normalen Reißzahn gebraucht, ja? Ich habe die ganze Zeit 10.000 Millionen verschiedene Platten bekommen, aber nicht dieses eine, diese Sachen, die nicht mal selten sind. Die habe ich nicht bekommen. Aber die seltenen Sachen kriege ich immer. Warum ist es immer so bei mir? Ich verstehe es nicht. Es ist so nice, aber auch gleichzeitig so dämlich, weil ich trotzdem nichts hinbekomme. Weil es ja trotzdem nicht funktioniert. Wie bewegt er sich? Mal Stielchen. Hallo, bitte nicht! Ich versuche ihn mal zu reiten. Oh, schade. Oh! Weg davon. Okay, er wurde erwischt. Ich kann ihn angreifen. Ui! Soll ich jetzt nicht von dem erwischt werden? Ist ja doof. Fatz, viel Schaden. Und jetzt mal schauen. Ich reite ihn ein. Boah, der Damage. Wieso? Bitte nicht erwischen lassen. Und noch ein bisschen erste Hilfe. Okay. Ah! Ich habe auch gar nicht gefuttert. Fällt mir auf, das ist vielleicht nicht ganz so schlau. Hallo. Ah! Ey, meine Katze hat nämlich geboostet. Gute und weg hier! Opfer! Oh, er kann nicht nochmal so einfach paralysiert werden. Schade. So, jetzt brauche ich den roten Bonus, sonst kann ich nicht so schön angreifen. Oh, easy. Einfach umgeworfen. Jetzt in die Fresse. Pow! Kaputt, oder? Ha, wie easy. Wie schnell seine Sachen kaputt gehen. Und mich erwischt er nicht so einfach. Oh. Bam, bam, bam. Oh, daneben. Wow, sehr gut. Ah. Mann. Und. Oh. Was macht er jetzt? Wo greift er denn? Was macht er denn? Ist er kaputt? Habe ich ihn kaputt gemacht? Der ist gerade voll am Arsch irgendwie. Er kann zu viel Damage machen. Okay, bei mich. Danke, Termikatz. Und jetzt will ich ihn reiten. Läuft gerade. Hallo. Was machst du jetzt? So einfach kriegst du mich hier nicht weg. Oh. Er schläft. Gut, dann halt wieder so ein Angriff. Um Damage reinzuhauen. Pow.
Ich weiß nicht, wie lange die gegen uns aushält. Wir vernichten ihn einfach. Das würde ich ihn gerne wieder reiten, aber... Moment, woher habe ich das Material bekommen? Ich meine, das liegt da. Oder nur einfach nur, weil es in der Nähe ist. Ist das die Schlitzbeere? Ah, okay. Ich verstehe. Ha. Huh. Ich weiß noch nicht, aber der hat echt keine Chance. Oh. Ich finde ihn echt cool. Und wir haben auch eine Platte bekommen. Das ist so heftig geil. Hallo. Und noch einen roten Boni. Perfekt, falls der andere weggeht. Ah! Kurz Thermika-Zeilung aktivieren. Ui, bitte nicht. Oh, schade. Vielleicht kann ich nochmal reiten. Auch wenn ich gerade drauf war. Nope. Quatsch. Hallo, bitte nicht. Uiuiui. Stopp. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Chucky. Easy. Oh, Vitalitätswespe. Ah, ich habe nicht gegessen. Das ist voll doof. Ich habe gerade viel zu wenig Leben. Kein Wunder, dass ich so viel Schaden fresse. Ich habe ja auch viel weniger Leben als sonst. So. Pow! Und er ist paralysiert. Wieso? Die kleinen Viecher da, oder wie? Können die paralysieren? Ach, die Viecher. Ah, stimmt, die kann paralysieren, ja. Aber dass er durch die paralysiert wird, der ist echt schwach gegen Paralyse, glaube ich. So. Ich würde es auch ganz schnell kurz gerne schärfen. Was liegt da? Leuterdorn. Oh. Nein. So. Greif nicht mich an. Nicht mich. Verdammt. Jetzt schau nicht in meine Richtung. Ich krieg Schaden. Von einfach nur, weil hier das gelbe Zeug ist, oder? Hallo. Oh. Oh, vorsichtig. Er ist gerade voll schnell drauf. Wenn er Akku ist, ist er böse. Habe ich gerade gelernt. Du musst echt vorsichtig sein. Aber wenn er müde ist, frisst er so viel Damage. Dann ist er voll am Arsch. Hallo. Mm. Nicht so einfach mit mir, ja? Ich kann es nicht so easy vernichten. Ich vernichte dich. Mm. Da liegt Zeugs von ihm, das hätte ich gerne. Oh, Lobgrafen. Alter, wie viel Schaden ich einfach so nehmen? Von gar nichts. Ich habe Angst. Nicht, dass es mich one-hittet. Weil ich so viel gelbes Gasschaden nehme. Hallo. Was bist du überhaupt, wenn man sich so überlegt? Was ist das für ein Vieh? Pow. Stechkapsel. Perfekt. Stechkapsel sind eigentlich super. Oh nein, das ist was ganz anderes. Ich dachte, das wäre was anderes. Oh. Ach, ich hab's aufgenommen. So, und? Oh, daneben. Super. Hallo! Er humpelt! Haha! Hoho, vernichtet. Kurz in die andere Richtung husten. Und zum Glück sehen wir ihn auf der Karte. Nicht wie bei diesem einem Großchakras, den ich mal nicht vernichten konnte, weil er auf einmal weg war. Ja, ja. Das macht mich noch ein bisschen salty. So. Ja, kurz davor wieder zu husten. Ich trinke kurz ein bisschen Milch. Das ist super. Wie? Da ist er ja. Ja, noch einen roten Boni. Perfekt. Um reinzuhauen. Oh. Umgeflogen. Opfer. Pow. Pow. Ich finde es toll, wie viel der Angriff hier Schaden macht, dass ich den davor nicht so wirklich benutzt habe. Verrückt. Gib mir mehr Rot. Oh. Ich meine, die sind beide Angriffsmethoden sind super nice, weil der eine greift halt super schnell an und macht also mehrfach Schaden und der hier macht weniger, aber dafür mehr Einzelschaden. Ihr wisst, was ich meine. Also was jetzt besser ist, weiß ich gar nicht. Oh. Und die macht gerade komische Panzersachen.
weiß gar nicht, was das, was er damit machen will, ob er zu mir will. Oder zu mir, oder? Ich weiß nicht. Ich will ihn ja nicht stören dabei. Lass mal ein bisschen ruhig sein, du Kackvieh! Ach, er will ihn angreifen. Ah, nein! Ich habe kein Dings mehr. Achso. Oh, oh. Vorsichtig. Okay, es ist weg. Jetzt Demis! Katzi, sie! Demikatz, komm her! Hör auf! Bra! Und Fatz! Nicht so. Oh, oh. Rote Bunny. Danke. Okay, was war das für ein Angriff, bitteschön? Verrecke! Uff. Oder halb umwerfen. Oh ne, Vorsicht. Oh, 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 oh. Ich will jetzt nicht von ihm erwischt werden. Genau. Ah, ich weiß, dass der ganz schön Damage reinkommen kann. Und währenddessen noch trinken. Nicht, dass der mich aus dem Sinn geht. Hallo. Noch mehr Material. Reißzahn, sehr schön. Jetzt freue ich mich voll über alle möglichen Reißzähne, weil ich weiß, dass ich Pech haben kann. Und die vielleicht auch nicht mal, mal nicht bekommen. Okay. Oh! Aus der Luft, voll nice. Ich, also, er war auch in der Luft. Das fand ich cool. Und jetzt... Pow! Pra, pra. Und friss Damage. Voll nice. Wie wir den vernichtet haben. Das fand ich super. Es war ein super Kampf. Ich habe auch den Platz bekommen, einfach auch für den Schweif. Ach. Verdammt. Vielleicht kriege ich ja jetzt noch eine. So wie ich mich kenne. Die seltenen Sachen, das ist auch voll schlimm. Da gibt es manche Leute, die sind da voll neidisch auf diese unglaubliche Kraft, die seltenen Sachen so oft zu bekommen. Aber das bringt einem mir halt nichts, weil ich die unseltenen Sachen nicht bekomme. Die man halt sogar noch mehr braucht für das Zeug. Ja. Scheiße, oder? Schon irgendwie schrecklich. So, und Fatz, jetzt haben wir diese Dinge jetzt auch geschafft. Die Frage, hier gibt es auch was, oder? Oh, da muss man normal durch. Ah, jetzt schaffe ich es nicht mal zu dem Ärzte hinten. Oh, nee. Vielleicht ja doch. Nein, das braucht zu lang. Das war, glaube ich, nicht mal ein Erz. Hm. Egal. Ah, schön. Pussy, ich dachte, sie wäre bei dir. Ich gehe noch einmal nach ihr suchen. Nein, wirst du nicht. Immer wenn die was alleine macht, machst du was falsch. Es geht dir gut. Oh, ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung. Beruhige dich. Ich bin nur froh, dass du nicht verletzt bist. Danke. Ich wollte mich verstecken, bis er weiterzieht, aber du hast mir die Mühe erspart. Na komm, ist schon gut. Wir hatten eine Abmachung, weißt du noch? Habt ihr möglichst viel über das Tal erfahren? Jetzt erzählt mir alles. Was habt ihr da draußen gefühlt? Ich glaube, die Monster kommen zum Sterben ins Tal. Es ist ihr Friedhof. Ich hatte recht. Die ganze Region ist ein riesiges, dazugehöriges Ökosystem. Kommt mit. Also nicht mit dem Arschloch-Dingens, sondern ich habe ja irgendwann gesagt, das ist ja voll Friedhof, nein, nicht Friedhof. Ich habe was anderes gesagt, aber es war was Ähnliches. Du hast recht. Die Monster finden ihre letzte Ruhe im Tal. Also stirbt der Magdalus. Sie spüren ihr Ende und ziehen hierher. Ihre Kadaver werden zu Nährstoffen für das Korallenhochland. Aus dem Tod entsteht neues Leben, das am Ende des Zyklus zum Tal zurückkehrt und wieder stirbt. Es ist ein ökologisches Wunder. Eines, das jedes andere in den Schatten stellt. Ja. Aber... Habt ihr euch je die eine wichtige Frage gestellt? Wie lautet sie? Wer ist das Kernstück?
welches Monster könnte als Nährstoff für ein derartig großes System dienen? Was ist das Geheimnis hinter der Ältestenwanderung? Ihr kennt die Antwort. Sie sind das Kernstück. Bingo, der Tod eines Ältesten ist der Katalysator. Das Tal ist die Ruhestätte vom Sora Magdaros. Zumindest sollte es so sein. Die Hinweise sind alle hier, doch der Sora ist nirgendwo zu finden. Er hatte eine Menge Energie in seinem Körper gespeichert. Wollte er sie irgendwo hinbringen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, wer es wissen könnte. Die ersten Viverianer leben hier schon viel länger als wir. Findet sie. Seht, es regnet Leben. Könnte ich doch nur weitere 300 Jahre leben. Vielleicht würde das gerade ausreichen, um das Ende dieses Wachwechsels zu sehen. Freunde, ihr beendet das. Ich möchte noch etwas hierbleiben. Sehen, was der Tod gibt und das Leben bringt. Okay. Mal schauen, haben wir noch irgendwas Cooles gefunden hier, bekommen? Schuppenklauen, nährendes Extrakt. Sehne, oh. Und, ja. Also, anscheinend will hier der Magdaros verrecken. Aber irgendwas verhindert ihn dran. Und wir müssen wohl dann rausfinden, was. Und anscheinend, keine Ahnung. So. Galerie, ui. Ach ja, Zwischensequenz. Ergibt Sinn. Bis zu 4 Spieler können an Quests teilnehmen. Ja. Ich frage mich, ob sie irgendwann mal was reinpatchen, wie sowas wie eine 8-Spieler-Quest, wo halt wirklich was voll heftig Fettes dran ist und richtig Mega-Gegner. Sowas wie ein Magdalos, nur halt ein G-Rank-Magdalos mit High-Rank-Zeug. Das wäre ja cool, dass man halt einfach mal zu Mert in so eine Quest kann. Es wäre voll nice. Egal. So, mal schauen, was jetzt als nächstes als Story kommt. Abgesehen davon, dass es hier gerade hängt. Danke. Gut, dich zu sehen. Eure Einsatzberichte aus dem Torallenhochland und dem Tal der Verwesung helfen uns weiter. Gute Arbeit. Wenn die Pferdleserin und die Anführerin der Dritten sich beim Tal der Verwesung einig sind, dann können wir davon ausgehen, dass das der Friedhof der Drachenältesten ist. Wir sollten unsere Anstrengungen dort konzentrieren. Die Frage ist, wo der Sora Magdaros sich befindet, wenn er nicht mehr auf dem Friedhof ist. Die ersten Viverianer können diese Frage vielleicht beantworten. Ich habe nachgeforscht und der nächstgelegene Ort, an dem die ersten Viverianer gesichtet wurden, ist der uralte Wald. Begebt euch auf eine Expedition dorthin und versucht sie aufzuspüren. Denn uns läuft leider die Zeit davon. Vielleicht können uns die ersten Viverianer sagen, wie Okay, erstmal hier bitte, viel Spaß damit. Ne Quest. Lebenskraft, was? Ich habe einfach einen neuen Mantel bekommen. Immer, warum nicht, aber. Erstmal hier. Also hier, jetzt. Eigentlich könnte ich die Folge beenden, ja? Aber. Wie gesagt, falls es noch jemand interessiert, wie ich hier ein bisschen rumlaber mit den Leuten. Ein bisschen rumsuche. Können wir ja hier schön. Noch da sein, und wenn nicht, dann ist auch okay, dann können wir wegklicken. Wirklich viel Interessantes wird jetzt nicht mehr passieren. Ui. Warum nicht? Nordwestliches Lager! Schama, ich brauche noch Schamas Zeug. Vielleicht mache ich das irgendwann. Untersuchungen, ja, Zeugs. Radoban, ui. Will ich eigentlich annehmen, weil ich habe nicht, glaube ich, nicht allzu viel Radoban Zeug. Okay.
Kurz natürlich Objektzeug. Ding, 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 ding. Ding, Dreieck und Fatz. Ich muss schon wieder husten. Verdammt nochmal. Ja, ja. Hallo, du. Ich sterbe hier, kannst du mir helfen? Honig, ui. Oh, wir haben wieder eine Quest da oben. Der Koch hat wieder was für uns, sehr schön. Wir müssen auch zum uralten Wald. Wo ist das? Das ist doch das erste Gebiet, oder? Ja, das erste Gebiet. Und wir haben auch noch zwei Quests übrig. Oder zwei neue Quests. Mal schauen, was das denn sein wird. Oh, 5 Bro. Hey. Miaus kulärer Kochfreund. Ja, ja. Hier wieder, ja, das gleiche. Zwei Fleischklumpen, hä? Okay. Das ist eine Tragquest oder so. So, warte, der Schmied will auch was, wett? Oh nein, nicht der Schmied hier. Die Person. Fassung bei Ausrüstung, ich habe Produkte. Oh. Hat nicht gesagt, was. Neue Waffen? Nee. Ich schaue kurz die ersten drei Sachen an. Nichts Neues. Das ist neue Rüstung. Ist das Legierungsset das neue? Wirklich, weghauen tut es mich jetzt nicht. Ja, toll. Egal, wir können ja hier mal reinschauen. Und jetzt können wir uns auch anschauen, wie die neue Rüstung aussieht. Hoppala. Verdammt. Die vom Ork da irgendwas. Geh nach oben. Danke. Holy shit. Ja, Oktagoron hier. Er ist übrigens schwach gegen Eis und Donner. Gut, dass ich die... So viele Monster sind schwach gegen Donner hier. Was ist das? Egal. Schauen wir mal. Bestrafender Zug als Fähigkeit und... Ja. Die Rüstung sieht auch ganz nice aus. Was ich... Ich meine, es gibt ja noch die Gyros. Das Gyros-Set. Das sieht ja auch... Sieht fast genauso aus. Nur halt der Helm sieht hier viel cooler aus als hier. Obwohl, so ähnlich ist es jetzt auch nicht unbedingt. Aber mal schauen. Ich meine, die Spezialfähigkeit erweitert Zugangriffe um einen Bedeutungseffekt und erhöht die Angriffskraft leicht. Zugangriffe, weiß ich nicht mal, was das ist. Weniger Blutung. Schnellere Schärfen. Konstitution ist cool für weniger Ausdauerverbrauch. Kritischer Blick, auch mehr Crit. Schnell wegstecken ist gut und ja. Also gar nicht mal so schlecht, ne? Habe ich hier auch vielleicht, ja. Verdammt nochmal. Ausrüstung verbessern. Jetzt können wir mal hier reinschauen. Ah, nee, nicht das. Ich habe übrigens hier das Schwert und Schild verbessert. Da brauchen wir eine Anschlaffplatte. Was brauchen wir hier? Irgend so ein Zeug. Ja, hier. Ich wollte das hier. Hier, Ligiana-Klau. Ich krieg die Klau nicht. Dass es darüber ist, weiß ich nicht. Hätte ich gerne. Und ja, gut. Denn, die Waffe noch einmal verbessern, wäre das natürlich super nice. Die ist jetzt schon Seltenheit 4, dann wäre Seltenheit 5. Oh. Keine Ahnung, was das da oben für ein Item wird. Egal, egal. Nicht so wichtig. Schönes. Keine Ahnung. Es gibt hier eigentlich nicht mehr viel. Ich kann auch nicht mehr viel rumlabern. Ich glaube, das war alles. Das nächste Mal würde ich sagen, gehen wir dann in den uralten Wald, oder? Ist doch nicht schlecht. Keine schlechte Idee. Ja, das war's. Dann kann ich ja jetzt mal die Folge beenden. Und ja, falls es euch gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren. Außerdem gibt es noch einen schönen Discord-Server, auf den ihr drauf könnt, wenn ihr wissen wollt, wenn ich das nächste Mal streame. Oder ich müsste mal... Was heißt das nächste Mal? Ich tue das da relativ kurzzeitig ankündigen immer. Weil ich nicht wirklich weiß, wann ich streame meistens. Aber wenn ich es mal weiß, müsste ich mal echt früher da ankündigen. Wäre nicht schlecht, ja. Egal, es gibt auf jeden Fall einen Community-Discord-Server. Wenn ihr da joinen wollt, könnt ihr da rein. In der Link in der Beschreibung. Und bis dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.